Ja, hallo und willkommen zu ARK, Hi, Survival yo. Evolved, und das ist unsere zweite Staffel. Wir fangen jetzt schon mit der zweiten Staffel an und haben jetzt nach der 11. Folge die erste Staffel beendet. Das ist auch damit eine neue Aufnahmeseason. Und was man jetzt schon hier sieht, das Spiel läuft zum einen flüssig bei mir, und das zweite ist, ich habe alle Details, ich kann es mal zeigen, auf volle Pulle stehen. Ich habe herausgefunden, wie meine Grafikkarte funktioniert. Da lag das Problem. Wir wollen jetzt nicht nochmal neu anfangen, weil ich dachte, da gab es so viele lustige Situationen in der letzten Folge. Das kann man einfach nicht löschen. Ansonsten müssen wir wieder bis zum Level hochsteigen und wieder die Genau. Hütte bauen und so weiter. Ja, ich schreibe auch in der ersten Folge drauf, der das Spiel in schön sehen will, der muss halt ab Season 2 einschalten. Alle anderen können sich die natürlich gerne angucken. Und wir sehen das jetzt hier in einer super schönen Grafik. Es ist wirklich super schön. So sehen also Dinos richtig aus. Ich sehe die. Oh nein! Keine Sorge. Ich habe Rex geschlagen. Ich dachte, ich verwechsel mal die Taste zum. Ich Diese vergesse mal das tut C. etwas. Ich wollte mich vor ihm hinhocken. Tut mir leid, Dino. Der arme Rex. Und hier ist Mandy und da ist Rex und da ist Walburga. Ja, wir haben uns jetzt noch gar keine Aufgabe gemacht für diese Folge. Ich wollte ein paar Tiere töten. Also ich habe mir vorgenommen, so ein bisschen Schildkröten mit der Schleuder platt zu schießen. Okay. Es ist jetzt dunkel. Jetzt mal wieder auf. Mache ich denn Hast du jetzt? eigentlich eine Schleuder? Oh, ich verhungere. Habe ich dir eine Schleuder gemacht? Ja, habe ich. Ich habe das letzte Mal mit der Schleuder geschossen, das weiß ich noch. Okay. Ich müsste meine reparieren, fällt Ich mir muss was gerade auf. futtern. Ja, wir brauchen Fleisch. Siehst du, das ist eine gute Aufgabe. Also ich habe auch ganz, ich habe mir, als ich mir die Folgen nochmal angeguckt, habe ich so viele Fehler bei mir gedeckt. Und so dumme Fehler. Also vor allem, wo ich diesen blöden Dodo tot gekloppt habe ich in der Aufnahme direkt gesehen, da steht ja fett drauf, tot. Und ich versuche das Ding immer noch zu futtern. Also ich fand deine Fehler urkomisch. Also ich habe Kannst da du ruhig so viel weitermachen. gesehen, Ich wo muss ich lachen. dachte, okay, oh Mann, bist du dämlich. So, ich habe jetzt Was? 50 Bin ich Schuss. nass? Warum, wenn da so. Bin ich nass? Ja, also ich habe irgendwie so. A ist der Rand lila und B sind da so Wassertropfen links unten. Was heißt Du das? bist am Verdursten, würde ich Oh, sagen. shit! Bin ich nass? Nein. Das Gegenteil. Fängt wieder gut an, die Folge. Unsere Mandy hat ein Level Up. Ich muss ehrlich sagen, wir haben Rex jetzt leider noch nicht. Montag aufgenommen, wir haben jetzt Mittwoch und ich habe das Spiel echt vermisst. Ich muss wirklich sagen, Ja, es. das Spiel ist einfach mega Boah, es geil. ist krass, wie das einfach hier im Sand reflektiert, das Mondlicht und das Licht. Ja, das ist dieser nasse Sand reflektiert einfach total geil. Und Ja. dahinter, wo der Sand trocken ist, das sieht man ja richtig, reflektiert er nicht mehr. Wir haben kein Fleisch mehr, überhaupt nicht mehr, ne? Nee, leider. Ich wollte ein paar Schildkröten platt machen. Ich habe mir jetzt vorgenommen, Schildkröten zu töten. Ja, ich guck mal, was ich finde. Das Dumme ist, ja. Es ist dunkel. Oh Gott, da hinten ist ein Riesenkroko. Oh shit. Ein Oh Riesenmonster. shit. Aber die sind ja wirklich fleißig am Patchen. Ich habe jetzt schon gesehen, jetzt sind schon bestimmt, seit ich mir das geholt habe, zwei Patches rausgekommen. Ja, jetzt ist auch ein Patch rausgekommen, dass man irgendwie die Internetgeschwindigkeit einstellen kann, wie viel der zulassen darf. Ja, wobei da irgendwie das Maximale ist 64 kW, ne? Per 60. Second? 60? Oder 60? Bei mir sind 60, 60 kW, ja. Ja, aber also es kommt eigentlich jeden Tag. So, ich probiere jetzt mal. Ich probiere an Ich der gehe auf Schildkröte. Fischjagd. Achso, ich muss da draufhauen. Ja. Das ist bei Nacht doof. Das kann man ja nicht Licht machen und gleich den Typen abschießen. Es sieht schon so gut aus. Es sieht einfach gut aus. Ich habe heute Stirb. was im Internet gelesen. Kennst du diesen Dinosaurier Barney? Die Ja. Kinderserie? Sie ist. Arnie, ja. I love you, you love me. Ich lieb dich, du liebst mich. Ja, ja, den Ich habe kenne ich. darüber was gelesen, dass der das zurückzuführen ist. Von 1933, da hat sich ein Mann immer in einem Dino-Kostüm in den Park gesetzt, um Kinder anzulocken und die zu kidnappen. Und dann hat er diese Kinder entweder getötet oder vergewaltigt und getötet. Nee, entweder hat er sie belustigt oder er hat sie getötet und vergewaltigt. What the fuck, ey? Und dann ist Barney entstanden. Ja, und der hat wohl irgendwie, wenn die sich schlecht verhalten haben, hat der denen das Genick gebrochen. Wenn gut, dann hat er die bespaßt. So in etwa war das. So krass. Kranke Scheiße, ey. Kannst du mal da hinten. Sch Ach, Scheiße, meine. Was denn? Nein! Ich, meine Schleuder ist kaputt und das Scheißvieh ist immer noch hinter mir her.
Zum Glück ist die lahmarschig, deswegen kann man die ganz gut kiten. Also wenn du jetzt so, dann kann ich ja von hinten mal so. Oh nein, unsere Dinos hauen auch drauf. Oh Gott. Nein! Nein, nein. Lass Mandy in Ruhe. Das warst du. Ich bringe Mandy in Sicherheit. Rex, Rex. Der soll sich ich rette dich. Fighten. Ich rette dich. Du knallst ihn wahrscheinlich noch ab. Ja, wahrscheinlich. Stirb. Stirb. Okay. Puh. Frisst der ihn jetzt? Der killt die, glaube ich. Achso, ist der noch nicht tot? Okay. Ach, die stand auf Attack Target. Also das, was mich angreift, greift sie auch an. Und Rex wahrscheinlich kann auch. Kann ich das aus... Also Set... Hat Rex sie gegessen? Ich glaube schon. Das Coole ist, wenn Rex sie futtert, holt Rex das ganze Fleisch raus. Ah, okay, dann kann ich theoretisch Access Inventory... Yo, der hat das... Oh, 19 hat der. Ich habe hier noch eine andere bewusstlos geschossen. Die kill ich gerade. Kann ein bisschen dauern. Ich klaue dem mal sein Fleisch. Also ich lasse ihm mal noch ein bisschen. Ja, ein bisschen muss der haben, sonst verhungert der. Dann gebe ich ihm gleich noch ein bisschen was zurück. Ich habe ihm ein bisschen viel genommen. Aber ich brauche unbedingt gleich was zu futtern. So. Und das Fleisch. Ich habe hier einmal Raw Meat. Also die geben gut Leder. So, dann gebe ich ihm das. Dann gebe ich ihm seinen Anteil wieder. Ich meine, er war ja wirklich fleißig. Sehr, sehr mutig. Folgt mir gerade. Okay. Ich wollte ihn wieder zu unserem Häuschen locken, dass er nicht ganz so in der Pampa rumsteht. Es sieht so schön aus. Es sieht so einfach schön. Der hat ein Level up. Er war vorhin auch schon Level 8. Ach guck mal, der hat sogar. Jetzt ist Level 9. Ah, okay. Der hat sogar Leder mit rausgeholt. Ist der damit dann auch stärker, oder? Ja, ich kann dem so einen Talentpunkt verteilen, wie bei uns. So ein Point. Auch noch ein bisschen Fleisch rausgeholt. Was mach ich denn jetzt? Ich muss was futtern. Ich habe ja vorhin noch ein paar Beeren gesammelt. Ich brauche ein bisschen Holz, das Holz geht langsam aus. Ah, ich glaube, ich habe... Ja, ich habe noch was. Access Inventory und... Oh, scheiße. So, erstmal die hier. Oh. Wie komme ich denn nochmal an Wood ran? Was muss ich denn... Mit der Axt, ne? Mhm. Okay, habe ich nicht mehr, schade. Ich muss ja ein bisschen was... Axt mehr. Nee, ich meine, ich habe kein Holz mehr. Achso, ich hab gedacht, ich brauche mehr Stein, ich muss mehr Schildkröten bewusstlos schießen. Ich hätte mal darauf achten sollen, wie viele Peters es gibt. So. Geht aber schnell kaputt, die Schleuder. Müssen wir also hier Schilder aufbauen. Ich suche mich hier dumm und dämlich. Ah, ich habe die Lagerhaltung schon voll im Kopf. So, ich brauche Steine, gib mir Steine. Ich habe geschissen. You defecated. Die neue Staffel fängt mit Scheiße an. Ja, immer. Immer. Das Dumme war, wenn du eine Schildkröte angreifst und irgendwann in die Nähe einer anderen Schildkröte ankommst, dann will die den automatisch verteidigen. Ah, okay, das ist schlecht. Ja, deswegen hatte ich zwei am Arsch. Eine hatte schon bewusst das geschossen, dann kam die andere auf mich zu. Doof gelaufen. Okay. Oh, ein Dodo. Ich kann mir keinen Speer machen, warum? Weil ich kein Wood habe. Das macht Sinn. Ich liebe ja diese Lensflare-Effekte, wenn du in die Sonne guckst. Das hat mir auch gefehlt. Dieser Sand, nasser Sand. Wunderschön. Wunderschön. You killed the Dodo. A Dodo. Steine, ich brauche Steine, ich brauche Money. Ich brauche Futter. So, muss nochmal zurück, das hat so keinen Sinn. Und ich muss es an ihr trinken, muss ich noch nicht, ich muss das essen. So. Ich mach mal beides in Kombination. Was bauen wir hier? Also nee, wir müssen ja erstmal ein paar Level aufsteigen, ne? Ja, ich würde ja gerne diesen Wall bauen, aber dafür müssen wir mindestens Level 15 sein, um diese Stone Fences zu können. Das ist gerade so der Knackpunkt. Deswegen interessiert es mich gerade schnell zu leveln und wenn ich was baue, dann baue ich halt Wände, um direkt diesen Wall zu erweitern. Ja. Und um unser Haus höher zu machen, bräuchten wir die Rampe, damit wir da halt so, oder eine Leiter, eins von beiden.
So, wo haben wir denn eine Schildkröte? Da, direkt vor unserem Haus. Ja, den habe ich auch schon gesehen. Wollt ihr auch gerade angreifen? Hä? Ach Mist, jetzt ist sie kaputt gegangen. Dreimal Wood, einmal Leder und noch irgendwas. Ja. Und zweimal Fiber. Hab das nicht mehr. Ja, meine ist nämlich auch vorhin. Da bist du mir ja noch zur Hilfe gekommen. So, you defecated. Yay! Was freue ich mich auf Pfeil und Bogen, ey. Da geht das Ganze um einige Sch Oh, die ist schon platt. So, okay. Ja, jetzt habe ich gerade meine. Bin ich gerade Kannst du dabei. schon mal zum nächsten gehen? Da hinten am Strand habe ich noch Schildkröten gesehen. Also vom Fleisch her lohnt die sich auf jeden Fall. Und dann halt noch massig Leder, ne? Es ist so Und schön. Keratin geben die. Es ist so Braucht es doch schön. Oh Keratin. ja, für Diese Heiltränke. war das? Ich glaube für den Mörser, oder? Nee, für die Heiltränke. Der Mörser steht doch schon. Ach ja, stimmt. Toll. Bin ein schlecht. Ah, erwischt. Erwischt. Alter, wie viel Leder kommt da raus? Krasse Scheiße. Also hier nicht drauf geachtet, wie viele P das gibt. Ich helfe dir. Oh, es ist heiß. Wie viel EP so eine Schildkröte bringt. Naja. Boah. Schieße ich zweimal auf dich und du kommst direkt zu mir. Und ich weiß nicht, zählt das für uns beide, wenn wir sie töten, weil wir sind ja in einem Tribe oder Ja, nein. Sind wir automatisch oder hätten wir das jetzt noch mal annehmen müssen? Nee, wir sind sobald lange wir einmal im Tribe sind, sind wir im Tribe. Hat die ein Schadensmodell? Weil die so rot ist? Oder sind das Grafikfehler? Was denn diese roten Flecken? Ja. Das ist doch Blut. Das ist aber ein bisschen hell für Blut. Ja, aber das ist mit da, wo es landet. Das ist, sieht gerade schon ziemlich cool aus, weil immer, wir haben uns die ganze Zeit überkreuzt. Sah ziemlich geplant und gewollt aus und gekonnt aus. Aber das So, kann ja gar entsiegen nicht sie. sein. Hast du Erfahrungspunkte Kaputt hauen. bekommen? Scheiße, ich hab nicht drauf geachtet. Hauen wir sie kaputt, ich guck auf den. Die sind noch nicht tot. Ach so. Die sind ja bewusstlos. Jetzt ist auch noch meine Axt Jetzt ist kaputt. tot. Und ja, ich habe FPP bekommen. Ich glaube ich auch. Sogar ein gutes Stück. Das ging bei mir so schnell weg. Ich habe meine Axt direkt kaputt Ich habe auch gemacht. die Axt genommen, weil ich den Speer nicht verballern wollte. So, ich müsste mal meine Schleuder reparieren. Ich brauche ein bisschen neue Muni. Das wird voll die Killfolge. Das Gute ist, bei den Schildkröten funktioniert das noch recht einfach, weil die halt so lahmarschig sind. Mit so einem Trike würde ich mich nicht anlegen. Nee, nee, auf keinen Fall. Ich meine, du brauchst ja auch schon für so eine Schildkröte ziemlich viel. Ich will gar Ja, nicht aber wissen, was du für einen Trike brauchst. die Schildkröten halten auch unglaublich viel aus. Ah, ich verdurste! Schon wieder? Wie oft verdurstest Ich du denn, weiß ey? nicht, meiner hat Diabetes oder so. Hallo, ich will ins Wasser. Wenn ich trinken kann. Niemals. Ey, das ist alles zu seicht hier. Oh. Okay. Springer, nimm doch den Schlauch, du hast doch einen Waterskin. Wie fülle ich den nochmal auf? Einfach in der Nähe, also Ah, so okay, jetzt hat's fließende funktioniert. Wasserplanschen so. Ah, ich darf aber nicht tauchen dabei, Lass nicht ne? tauchen, Ah, nee. okay. Ja, okay, ich habe immer getaucht. Na, dann geht das nicht. So. Ah, das sieht so viel besser aus. Also, es ist schon ganz anders atmosphärisch. Ah, ärgert mich das. Naja. Ah. Da machst du jetzt nichts, ne? Egal, jetzt läuft's, jetzt läuft's. So ein schönes Wasser. Immer wenn ich schönes Wasser sehe, denke ich immer an den ersten Far Cry Teil. Das ist erstmal so richtig geile Wassereffekte. Oh, da hinten ist ein Dodo und ein Langhalsdinosaurier. Den sollten wir ja auch nicht angreifen. Ich will den Dodo töten. Das kannst du machen. Ganz wichtig immer das Metall einlagern. Das brauchen wir später nämlich in Massen. Und dann, wenn man es sucht, ist es nämlich Mangelware. Aber da, wo man es noch nicht braucht, kann man es Dodo. horten. Hä? So. Habe ich den jetzt überhaupt erwischt oder habe ich ihn tot getrampelt? Ich bin gerade unsicher. So, ich habe wieder genügend Schuss. Achso, mit der Spitzhacke habe ich Fleisch eher aus denen Genau, rausgeholt, ne? mit Ja. der Axt-Skin. Also, Genau. halt. Ah, da ist noch Leider. ein Dodo. Da drüben. Oh, dieser Alligator. Ich meine, wir könnten ihn probieren. So schnell sind die auch nicht. Ja, warte. Können wir gleich machen? Ich. Die sind zwar mächtig, also wir sollten nicht getroffen werden, aber schnell sind sie nicht. Ich will nur vorher noch schnell was essen, weil sonst. Ne, So. habe auch gerade noch was gefuttert. Oh, ich liebe dieses Spiel. Ah, das ist aber auch großartig. Vor allem, du kannst dir nicht vorstellen, wie groß diese Map ist. Ich bin ja mal von unten nach oben gelaufen am Strand lang. Ich habe so 4 Ingame-Tage gebraucht. Ich war bestimmt eine Stunde unterwegs.
war riesengroß. Ich finde es halt dazu auch noch echt atmosphärisch. Also das ist. Es passt alles irgendwie. Ja, ich bin begeistert. Wie gesagt, das Zusammenarbeiten funktioniert. Also ich wüsste jetzt gar nicht, wenn ich es alleine spielen würde, glaube A, würde es nicht so viel Spaß machen und B, würde das Überleben deutlich schwieriger sein. Ich denke, Oh ja. deswegen spielst du das Spiel auch einfach, ist es so ein richtiges Koop-Spiel. Flommen wir jetzt eigentlich? Ich muss ein bisschen auf die Uhr, aufs Tacho gucken, weil ich will nicht wieder so große Folgen haben. 31. Ja, Hast du dann. Ich habe auf, Tipp? ich hab auf Tacho geguckt. Oh. Tatsächlich. Ich wollte jetzt aber mal kurz was futtern. Dann gehen wir noch zum Alligator hin und in der nächsten Folge Töten wir ihn. töten wir ihn. Weil ich, wie gesagt, wir haben teilweise letztes Mal echt große Folgen gemacht. Ja, ich habe es schon gesehen, aber passt schon. Passt schon. Ich schwimme schon mal zum Ali. Wo ist denn der? Der ist hier auf der gegenüberliegenden Insel, wenn du die Tür Ach so, rauskommst, okay. rechts. Oh, hier sind die Bäume ganz schön gut nachgewachsen. Die Insel ist wieder voll mit Bäumen. Hier sind aber jetzt keine Piranhas, ne? Nein. Das, als ich mir, das, das ist die Szene übrigens, die ich mir am meisten angeguckt habe. Wie wir an den Piranhas verreckt sind. Vor Ich allem du. musste mir. Ja, ich hab mir erstmal angeguckt, wie du an den Piranhas verreckt bist. Du hast genau denselben Fehler gemacht wie ich. Du hast alles aus meinem Inventar genommen, da warst du überlastet. Zu lahmarschig. Genau wie ich. Ich hätte die einfach rausziehen müssen. Und Ja. das wusste ich nicht in dem Punkt, Augenblick, wie das funktioniert. Ja, Hatte. oder nicht alles nehmen, sondern nur so Also auf teilweise. der anderen Seite bin ich jetzt und dann rechts oder links? Du bist jetzt. Hä? Ich bin auf der anderen. Nee, wenn du aus dem Haus rauskommst, rechts Ach die Insel. so. Ja, jetzt bin ich. Ja, ich bin auf die andere Du Insel bist auf die gelaufen. Steininsel, ne? Ja. Er hat ja Steininsel gesagt, da weiß ja auch direkt, was gemeint ist. Steininsel. Wobei ich die ganz cool finde, vor allem dieses Mittelding mit diesem riesigen Teich. Was cool wäre, wenn man später eine Brücke drüber Ja, bauen ich will könnte. wie so eine Art Damm bauen, so eine Mauer im Wasser und die gleichzeitig für uns als Brücke benutzen. Ist voll geil. Und hier, ja, hier kann man so rüberlaufen, ohne unterzugehen. Das ist eigentlich ganz praktisch. Oh, das sieht einfach so gut aus. Das sieht einfach so gut aus. Und das ist noch nicht mal fertig. Also du siehst, dass es noch besser aussehen wird. Da bin ich mir Da ziemlich ist er. sicher. Oh, der läuft doch schon auf uns Okay. zu. Dann machen wir jetzt. Dann beenden wir jetzt die Folge hier. Und in der Ja. nächsten Folge töten wir Ali. Oh! Ich habe erstmal hingekackt. Okay. Angst, tschüss. Dann vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao, Ciao. ciao.